Beste aus Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle und Daniel Fischer. Guten Morgen am Donnerstag um 7:30 und morgen um genau diese Uhrzeit hören Sie eine andere Stimme. Das nächste FFH Promi Takeover steht an mit Stefanie Kloß von Silbermond. Ich glaube, das wird sehr, sehr schön. Wir wissen übrigens auch schon, was es zum Frühstück gibt. Also morgens, mittags, abends könnte ich auf jeden Fall immer gerne Pasta essen. Und ich liebe Porridge mit Banane und frischem Obst. Ja. Da könnte ich mich auch reinlegen. Porridge. Egal, was Sie frühstücken, lassen Sie sich schmecken. Morgen 7:30 ist sie da. FFH, das Wetter. Jetzt in den Frühstunden schon sehr windig. In Böen kann es stürmisch sein bei 7 bis 2 Grad. Nachher am Tag weiter stürmisch, Böen von 70 bis 90 km/h. Die stärksten Böen in Schauernähe und auf den Gipfeln der Mittelgebirge. Dazu dann Regenschauer und vereinzelt Gewitter. Mittendrin aber auch mal etwas Sonne. 3 Sonnenstunden sind ungefähr drin bei 7 bis 13 Grad. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen Hessen. Und wie geht's der Keller Ranch in Weiterstadt? Da hören wir heute Morgen mal nach. Sie erinnern sich vielleicht, 6.000 Euro für den Gnadenhof, der sich um über 300 Tiere kümmert. Diesen Wunsch haben wir erfüllt. Wünsch dir was, dann kriegst du das. Für Claudia Schneider, die hat sich das eben gewünscht, weil bei der Keller Ranch eingebrochen und so viel Geld gestohlen wurde. Ich war ja auch da. Wir haben auch ein schönes Video gemacht auf dem Gnadenhof. Karl-Heinz Keller, der erste Vorsitzende der Ranch. Guten Morgen zu dir. Hallo. Karl-Heinz. Ich bin gerade wieder unterwegs zu einer Sicherstellung. Oh je, was wird's diesmal sein? Ein Pferd. Okay. Ah, okay. Aber jetzt, wo ich bei euch war, weiß ich auf jeden Fall, dass es das Pferd sehr viel besser haben wird, wenn es dann bei euch ist. Wie ist es euch seit letzter Woche ergangen? Wie viele Anrufe, wie viele E-Mails, wie viele Besuche habt ihr bekommen? Beziehungsweise Besuche geht ja im Moment noch nicht, ne? Seitdem ihr im Radio wart. Wie war's? Also wir haben weit über 30 Partnerschaften bekommen für alle möglichen Tiere. Wir haben mehrere Spenden reinbekommen, was ganz toll war. Viele Anfragen, also ganz toll. Sag mal, 6.000 Euro hat sich ja die Dreifachmama bei uns für euch gewünscht. Ursprünglich waren die mal für eine Sicherheitsanlage gedacht, damit so ein Einbruch nicht nochmal passieren kann, wie es schon mal der Fall war. Da hat sich aber dann eine Firma bei euch gemeldet und die machen das auf ihre Rechnung, ne? Richtig. Auf die Sarah hat sich aus Büttelborn eine Firma gemeldet, die Sicherheitsanlagen machen. Und die hat dann gesagt, hier, das Geld könnt ihr für die Tiere nehmen. Wir spendieren euch das. Super. Wie toll. Das war der also ich habe das Gefühl, das hat euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Gutes gebracht. Und wir haben ja auch schon gesagt, Revolverheld Frontmann Johannes Strate hat ja für Trampeltier Ivan eine Patenschaft abgeschlossen. Mir gehört, ich will immer gehört sagen, aber Gürkchen gehört mir ja eigentlich nicht, ne? Das schönste Alpaka der Welt. Wenn jetzt aber jemand sagt, okay, cool, wie genau funktioniert das nochmal, Karl-Heinz? Was muss man jetzt machen für eine Patenschaft? Also ganz einfach bei uns auf die Homepage gehen, da gibt es die ganzen Unterlagen und die Unterlagen kann man ausfüllen, zu uns schicken, Überweisung machen, da kriegt man eine Urkunde dann dafür. Und wichtig noch dazu zu sagen, weil jetzt einige gesagt haben, oh, Gürkchen, das Alpaka wollten wir auch gerne haben. Also es geht auch pro Tier mehrere Paten. Ne? Ich teile das gerne, möchte ich nochmal dazu sagen. Nicht, dass da einer denkt, okay, Gürkchen ist schon weg. Ja, geht alles. Alles, super. Und vorhin haben wir schon den ersten Vorsitzenden der Keller Ranch gehört, den Karl-Heinz. Die 6.000 Euro können wir anderweitig einsetzen, hat er gesagt. Denn, und das ist ja mega gut, die Sicherheitsfirma Aliontech aus Büttelborn übernimmt die Kosten für die Videoüberwachung. Chef Reinhard Mähn, ihr macht das wirklich aus eigener Tasche, ne? Wir machen das auf unsere Rechnung, ja, und wir unterstützen da die Ranch und er will keine Alarmanlage, er braucht eher eine Videoanlage und dann machen wir eine Videoanlage. Jetzt sagen Sie so schön, naja, wir unterstützen das auch. Ich unterstütze die Ranch auch mit einer 50-Euro-Patenschaft. Das ist ja jetzt immerhin schon was. Aber bei Ihnen sprechen wir ja über einige tausend Euro, die da fällig werden, oder? Ja, aber wenn man was tun kann, kann man es doch tun. Ja. Für uns absolute Laien, wie planen Sie diese Anlage? Also was wird da aufgebaut? Das ist eine Videoüberwachung, haben Sie gerade schon gesagt? Also erstmal gucken wir, wo so die gefährdeten Punkte sind, wo ist ein Bedarf. Da gibt es zwar noch Richtlinien, DSGVO-Richtlinien, die muss man beachten. Also man darf keine Mitarbeiter überwachen und so Sachen. Also das sind so wichtige Punkte. Nachdem ich so viel Werbung für diese flauschigen Alpakas gemacht habe, glaube ich, brauchen wir unbedingt eine Überwachungskamera bei den Alpakas, damit da nichts wegkommt. Ja, sag mal.
manchmal auch das Thema, dass nicht nur wegkommt, sondern dass auch dann, es gibt ja Menschen, die auch den Tieren schaden und dass man das dann auch aufnimmt und dann so Leute halt wieder dingfest machen kann. Das ist leider auch ein Thema, haben wir auch schon in der Vergangenheit gehabt und haben auch Täter schon stellen können damit. Ja. Reinhard Mähn von der Sicherheitsfirma Alinotech in Büttelborn. Mega, dass ihr das hier bei uns bei FFH gehört habt und sagt, diese Sicherheitskameras für die Keller Ranch in Weiterstadt, die machen wir auf eigene Rechnung und installieren das. Cool. Und wenn Sie jetzt sagen, ach, das möchte ich auch machen, also ich möchte auch spenden oder eine Tierpatenschaft übernehmen, alle Infos dazu bei FFH Online. Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Oh, Menno, die hat immer noch nichts gepostet. Ja. Gestern war eine echte Influencerin in der Tanke. Influencer oder wie man früher gesagt hat, Arbeitslose. Das war voll die coole Fashion-Blog-Founderin. Ich schenk ihr die Tankrechnung und sie macht dafür eine Ankes Tanke Instagram-Story mit den Hashtags Gourmet-Adventure und Yesterday-Challenge. Yesterday was? Die fand das Zeitschriftenregal so krass, also dass wir Digital Grannies das Internet ausdrucken. Hauptsache dir ist klar, was mit Gourmet-Adventure in Ankes Tanke gemeint ist. Was? Davon bekommt man einen Shitstorm. Einmal die 4 und den Selfie-Stick hier. Momentchen mal bitte. Stefan Meiner hat ja 35.000 Follower. Kennt man ja. 35.000 Follower bei Instagram, 60.000 Freunde bei Facebook, Helfer beim Umzug, Mama und Papa. Also deutsche Unternehmen zahlen Influencern, die mehr als 500.000 Follower haben, übrigens bis zu 38.000 Euro. Pro Instagram-Post. Stefan, wenn die Insta-Story viral geht, lasse ich mir jedenfalls ein Ankes Tanke Firmenlogo mit Like-Daumen machen. Das wäre aber schon Irreführung. Wieso? Hier wird doch kein Finger krumm gemacht. Nach 37 Euro sammeln Sie Twitter-Punkte, haben Sie eine WhatsApp-Card oder sind Sie im Rezo-Club? Nein. Dann Dankeschön. Bitteschön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt am Sonntag werden viele von uns mal wieder Schulen, Turnhallen, Gemeindehäuser von innen sehen, um zumindest unsere Kreuzchen zu setzen. Falls Sie Ihre nicht längst per Briefwahl gemacht haben, am Sonntag gehen wir also wählen, Kommunal- und auch Bürgermeisterwahlen. Aber bei den vielen Parteien und Leuten, die da zur Wahl stehen, da verlierst du im Moment wirklich ganz schnell den Überblick. Na gut, so riesig wie auch diese Wahlzettel sind, ist ja klar, dass da auch kuriose Parteien und Vereinigungen draufstehen. Junges Offenbach zum Beispiel mit Menschen ausschließlich zwischen 16 und 28 Jahren. Da wäre sogar ich raus in diesem Fall. Auch schön hier, rettet die Bienen in Kassel. Ist natürlich wichtig, vor allem für die Umwelt, ne? Und dann gibt es die Klimaliste Vogelsberg. Und in unserer Landeshauptstadt gibt es eine Partei, die heißt Pro Auto Wiesbaden. Für alle Richtungen was dabei. Eines der außergewöhnlichsten Wahlplakate, das ist das der CDU in Frankfurt-Höchst. Drauf zu sehen, eine Frau, die mit einem Röhrchen an der Nase andeutet, den Äppler aus einem gerippten Apfelweinglas so drogenmäßig zu schniefen. Drunter steht, Höchst hat kein Drogenproblem. Das ist natürlich ironisch gemeint. Die Dame auf dem Foto, die da zu sehen ist, das ist CDU-Frau Regina Schiels. Die möchte genau dieses Problem in Höchst angehen. Viele Bürgerinnen und Bürger finden, dass wir halt über Drogen zu wenig sprechen in unserem Stadtteil und ist einfach nur eine Idee, damit die Bürgerinnen und Bürger, die sich durch das Drogenproblem unwohl fühlen, auch mal offen darüber reden. Um mehr ging es bei diesem Plakat gar nicht. Naja, aber hat man doch schon alles erreicht, oder? Ein auffälliges Plakat irgendwie, außergewöhnlich und man spricht drüber. Vor allem ist aber natürlich wichtig, wählen gehen am Sonntag. Alle Infos zur Kommunalwahl gibt's jederzeit bei uns zum Nachgucken in Web und App. Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle, Daniel Fischer und Johannes Scherer.